trägt Angela Merkel tatsächlich eine Mitverantwortung für den islamistischen Terror des vergangenen Jahres? 20 Sekunden bei jedem, dann diskutieren wir. Frau Petri. Wenn irgendjemand in einem Land, egal in welchem, eine politische Verantwortung für die Geschicke eines Landes trägt, dann ist es die Regierung. Und da unsere Bundeskanzlerin dieses Land nach wie vor regiert, trägt sie selbstverständlich eine Mitverantwortung für all das, was im Rahmen der illegalen Migration und ungrundeter Grenzen geschehen ist und selbstverständlich auch für die Toten von Berlin. Also ich finde die Frage schon infam, um das auch ganz klar zu sagen. Es gibt leider Terrorismus in der Welt und Islamismus. Den gäbe es auch ohne die in der Sache falsche Flüchtlingspolitik, um das klarzumachen. Es war falsch, die Grenzen zu öffnen, Regeln aufzuheben. Es gibt immer noch kein Einwanderungsgesetz. Wir haben keinen europäischen Grenzschutz. Daran sollten wir nüchtern arbeiten und unsere Polizei in die Lage versetzen, Sicherheit zu gewährleisten. Aber solche Schuldzuweisungen zerstören die politische Kultur. Ich fand es richtig, dass die Flüchtlinge aufgenommen worden sind, dass wir unser Asylrecht in Deutschland ernst genommen haben. Ich finde es falsch, dass in den letzten Jahren immer wieder Polizei abgebaut worden ist. Wir nicht genügend Polizei in Deutschland haben. Erinnern Sie sich noch an die Frage? Und zwar auf allen Ebenen. Ich finde es falsch, jetzt so zu diskutieren, als wäre alles richtig gelaufen. Das stimmt nämlich auch nicht. Wenn man sich den Fall Amri anschaut, dann sind sehr viele Fehler gemacht worden. Und wer dafür verantwortlich ist, das müssen wir klären. Ja, also als wir im Dezember 2015 im Bundestag darüber debattiert haben, ob sich die Bundeswehr an dem völkerrechtswidrigen Krieg in Syrien beteiligen soll, haben wir als Linke gesagt, wer sich an solchen Kriegen beteiligt, der erhöht die Anschlagsgefahr in Deutschland. Und der islamistische Terrorismus ist nicht vom Himmel gefallen, er ist auch das Produkt von Kriegen und Kriegspolitik, selbstverständlich. Ich finde nicht, dass man für diesen grauenhaften Terroranschlag eine persönliche Verantwortung zuordnen kann. Aber wir alle tragen Verantwortung dafür, dass sich so etwas nicht wiederholt. Wir brauchen eine härtere Gangart gegen gewaltbereiten Islamismus. Wir brauchen mehr Polizei in Deutschland und mehr Prävention. Und wir dürfen nicht zulassen, dass in Moscheen Hass gegen andere Menschen gepredigt wird. Solche Moscheen müssen geschlossen werden. Ich halte auch die Frage für infam. Und was wir im Jahr 2015 gemacht haben, das war eine humanitäre Notwendigkeit. Dazu stehe ich und das sage ich nach wie vor. Und diejenigen, wir haben einen islamistischen Terror, der kam aber nicht mit der Flüchtlingsbewegung allein ins Land, sondern hat schon viele Bewegungen vorher gegeben. Es gibt auch Leute, die als Deutsche sich radikalisiert haben. Und ich teile deshalb die Auffassung, wir müssen die Moscheen stärker kontrollieren und schließen. Als ich das vor einem Jahr gesagt habe, ging eine Diskussion durch Land. Kauder will alle Moscheen kontrollieren. Ich habe kaum Unterstützung bekommen. Bin jetzt froh darüber, dass der Koalitionspartner und auch die Grünen mich darin unterstützen, dass dort die Brutzellen des Terrors in manchen Moscheen geschlossen werden müssen.